Chico, Ruck, Zitsch, Hatsch, Kutschu. Und jetzt geht's los, Geistdingster. Mit Punkte drauf? Nein. Es ist so groß. Nein, klein. Hase! Was? Jetzt aber. Hey. Das ist so ein Dingster. Willkommen bei Dingster. Und hier ist Ihr Gastgeber, Thomas Horner. Guten Abend. Auf zu Hause. Schön, dass Sie bei Kabel 1 gelandet sind. Und natürlich bei Dingster, eine neue Ausgabe. Herzlich willkommen auch im Studio. Ich weiß nicht, was los ist. Mein Publikum möchte mich heute nicht zu Wort kommen lassen. Aber dann genießen wir ganz einfach mal den Applaus. Dankeschön. Aber jetzt legen wir los. Also unsere Dingster-Kinder können es gar nicht erwarten, jetzt gleich wieder ihre Begriffe zu beschreiben. Und ich denke mal, viele unserer Gäste heute im Studio werden ihren kriminalistischen Spürsinn einsetzen, um auf die richtige Lösung zu kommen. Denn allein drei Gäste ermitteln sehr, sehr erfolgreich als Kommissare oder Polizisten im Fernsehen. Sie zum Beispiel bei Polizeiruf 110. Herzlich willkommen, Denenesh Zoudé. Und an Ihrer Seite ein Kommissar, den wir vom ZDF kennen. Herzlich willkommen, Leonard Lansing. Und dann kommen wir zu unserem zweiten Team. Sie sieht man häufig an der ermittelnden Seite von Ottfried Fischer bei der Bulle von Tölz. Herzlich willkommen, Katharina Jakob. Und der andere ist der einzig Nicht-Kommissar, aber er ist ein hervorragender Zauberer und ein sehr, sehr erfolgreicher Moderator bei einem befreundeten Sender namens Sat1. Herzlich willkommen, hier ist Franklin. Da wird ermittelt, da wird gezaubert. Denenesh. Das ist ein wunderschöner Name. Woher kommt er eigentlich? Denenesh? Ich bin gebürtige Äthiopierin. Aha. Und in Berlin groß geworden. Und er heißt übersetzt, du bist meine Waldlichtung. Du bist meine Waldlichtung. Du sitzt neben einer Waldlichtung. Oh. Ja, kannst du... Ja, ich fange an, das zu genießen. Ja, genieße es weiter. Aber ja, wir müssen, dürfen uns nicht zu locker machen. Wir müssen uns auch ein bisschen anstrengen. Denn für euch geht es jetzt gleich um die ersten 30 Punkte. Hier unsere Dingster-Kinder. Und ich bin doch sehr, sehr überzeugt, dass ihr das erraten könnt, was jetzt kommt. Und wenn jetzt die Frau nach einigen Jahren sagt, jetzt trennen wir uns, dann muss das Geld zum Beispiel gerecht aufgeteilt werden, ohne dass... Wenn der Mann denn reich ist, dann sagt jetzt die Frau, so, ich kriege jetzt dein Geld, die Hälfte. Und wenn der zig Milliarden, 2 Millionen hat, dann... Und da hat er ja das Ganze eben für gearbeitet. Da muss man sowas unterschreiben. Und wenn man das nicht tut, dann kann ja die Frau nicht nach einigen Jahren sagen, zum Beispiel, wenn man es nicht unterschrieben hat, hier, ich möchte jetzt die Hälfte von deinem Geld, weil ich nicht mehr bei dir wohnen will. Ich habe keine Lust mehr, bei dir zu leben. Weil du eine scheiß Wohnung hast und du hast ja immer das Beste und ich nur die Schrottkarre. Ja. Und du so einen schönen Lamborghini und so. Die Jungs wissen, ja, wie es läuft. Ja, ja. Also damit kennen Sie sich schon mal aus. Also ich denke, es geht um die Scheidung, aber Sie meinen, glaube ich, die Unterhaltszahlung. Scheidung. Gütertrennung. Ich lasse das mal so gelten. Der Ehevertrag. Also Ehevertrag, da wird ja das Scheidung. Alles geklärt, wohin der Lamborghini kommt. Übrigens, es gibt auch Frauen, die bekommen den Lamborghini nach der Scheidung. Aber das wollen wir nicht vertiefen. Das sind 30 Punkte für euch. Jetzt für Katharina und für Franklin. Zwei Herrschaften, und zwar sind das Julius und Nico. Beide kommen aus München. Die Rückwand besteht aus davor eine Schicht Haut, eine ganz dünne, und dann geht es ganz hinter lauter kleine Zellen. Und die leiten es dann hoch, da hoch. Ja. Und mit der Nase, das sind so Riechzellen da oben, hier, Schleimhaut. Das da oben wird Riechzellen genannt. Und die Riechzellen, was sie da wischen, geht dann nach oben. Da oben hoch geht es dann. Und mit den Ohren geht das Gleiche. Weil da drinnen ist ja, sind ja lauter Sachen, die ich gar nicht erklären kann. Und so Sachen. Also ohne das da oben kann man nicht leben. Ist man total dumm.
Hey, helft uns! Also, der Geschmack gehabt zwischen Nervenzellen, aber wo er meinte, also ohne das da oben kann man nicht leben. Diese Riechzellen, die dann nach oben gehen. Gehirnzellen. Nerven. Das ist einfacher, also das ist. Bringt es auf den Punkt. Du hast es eigentlich schon genannt. Ja, Hirn. Hirn, ja. Hirn. Heute darf es ein bisschen mehr sein. Hirn. Gehirn. Dennis und Leonard, nächste Aufgabe für euch, wieder für 30 Punkte. Und jetzt haben wir Tobias und Julian, beide sind noch sehr jung, 4 Jahre alt, aber schon sehr ordentlich. Bei mir liegt Koala unten, beim Tobias auch nicht. Beim Tobias, bei mir liegt Koala unten, sondern oben. Und hier und Tobias, der liegt nur oben und sonst. Und sonst liegt einer unten, aber ich bin schon mal bei ihm unten links. Dann habe ich zum Philipp eine müssen. Wer liegt da oben, wer da unten? Also bei uns Erwachsenen ist das ja eine ganz andere Frage, aber. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Frage. Ja. Wie denn? Du bist auch dazu muss ich sagen, ich habe nur die Hälfte verstanden. Du bist ja auch Berlinerin. Da bist ja. Katharina könnte das übersetzen, ja? Ja, ich kann es dir übersetzen. Aber ich glaube, es ist Staub. Dreck, Staub. Der liegt nicht bei ihm unten? Nein, der liegt oben auf dem Regal, auf dem Schrank, wo er bei mir auch liegt. Ah ja, doch, ist so zu Hause, ja? Ja, muss, ja. Gut, dann sagst du. Ich sag jetzt Staub. Staub. Oh. Das sind 10 Punkte für Franklin und Katharina, also wenn ihr es ja, ne, dass es eher so eine Bettgeschichte ist. Und so da wir in einer Kindersendung sind, wahrscheinlich das Stockbett. Das Stockbett, richtig. 10 Punkte. Jetzt haben wir Besuch aus Graz und zwar ist das der Michael und er erzählt uns irgendwas vom Anfang, das aber schon letztendlich das Ende ist. Der Arnold Schwarzenegger ist in England gibt es sehr viele davon und einer war von denen so verrückt von lauter Geld, der war das auch, dass er nie mehr in seinem ganzen Leben vom Flugzeug gestiegen ist. Und wenn man zu ihm hingegangen ist, hat er sich mit Plastik einhüllen müssen, dass keine Bakterien hinaufgekommen sind. Er hat keinen die Hand geben wollen, weil er Angst gehabt hat, dass er mit einer Krankheit angesteckt wird. Oder er ist dann halt auch noch, man kann das werden, wenn man entweder alles erbt, man gewinnt bei der Millionenshow oder man spart zu viel. Am äußersten Anfang begonnen. Also Arnold Schwarzenegger ist Millionär. Michael Jackson ist es auch. Man wird es durch eine Erbschaft. Ich würde mal sagen, stinkreich. Stinkreich, Millionär. Ja. Millionär, ja. Reich, Millionär. Ich würde mit 70 Punkten, ihr müsst jetzt ein bisschen was drauflegen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die nächsten 30 Punkte zu holen, Leonard und Dennis. Und jetzt kommen Dario und Melissa und die kommen gemeinsam aus Saarbrücken. Und wenn ich jetzt eine Kartoffel wegwerfe und ein Stück Papier, also eine Plastiktüte, dann ist die Kartoffel, sag ich mal, nach 2 Monaten ist die weg. Verschwunden. Haben die Tiere aufgegessen, ja. Und die Plastikfolie liegt doch da. Also, die geht nie kaputt. Außer wenn man sie kaputt reißt. Und wenn dann ein Tier vorbeikommt, denkt, das ist was zu essen und isst's, dann stirbt's. Deshalb sollte man nicht etwas wegwerfen, was nicht dorthin gehört. Jetzt? Ein wahrer Satz, nichts wegwerfen, was da nicht hingehört. Aber jetzt suchen wir da den Oberbegriff. Für ja. Abfall, Mülltrennung, Haufen, Kompost. Jetzt haben wir aber alles Verwesungs- Ihr wollt doch eine Antwort und keine Ideensammlung. Ja, aber man sammelt sich ja erstmal. Ja, man sammelt sich erstmal. Ja, wir müssen uns also, er hat ja schon diesen Vorgang ein bisschen beschrieben. Ja. Passiert. Eine Kartoffel würde dann weg sein, die, ist weg. Die Folie ja, nicht. Ja, die kann man, sollte man nicht. Man soll die nicht wegwerfen, weil die nicht weil kaputt sonst geht. Weil sonst Umweltverschmutzung, auch eine gute Idee.
Danke, das danke. Schön, danke, dass wir darüber geredet haben. Die Umweltverschmutzung. Aber man merkt schon kriminalistischer Spürsinn. Also man fragt ich denke einfach so langsam, das ist das Problem. Bitte? Ich denke einfach langsam. Nein, es führt ja auch immer zum Ziel. Man muss sich ja auch die Zeit nehmen bei Dings. Danke. Können jetzt auch Katharina und Franklin natürlich. Ihr führt nach wie vor mit 10 Punkten. Insgesamt habt ihr 70. Aber jetzt kommt Julian aus Potsdam und er erklärt diesen Begriff ganz ohne Zettel. Also, erst lernen sie mit Text, denken sie immer die Zeile ab, Stück für Stück. Und manchmal, und irgendwann müssen sie dann ganz ohne Zettel. Und wenn sie das richtig fließen können, so wie bla bla bla, müssen sie dann auswendig können. Also richtig so fließen. Dann können sie erst in so eine Bühne. Die müssen auch richtig Mut haben. Also die müssen nicht so eine Angsthasen sein. Die müssen richtig tapfere Leute sein. Tapfer? Bist du tapfer? Ich weiß nicht, bist du tapfer? Wir suchen jetzt ganz tapfere Leute. Mit Franklin und Katharina. Also wir sind uns ziemlich einig, wir würden Schauspieler tippen. Ah, die tapferen Leute von der Schauspielerin. Nochmal 30 Punkte. 60 Punkte für Leonard und Denenesh. 100 Punkte für Franklin und Katharina bisher. Besser als wir dachten, ne? Wir haben ja in der Bühne schon gesagt, also wir sind total hilfebedürftig und versammeln heute alle. Ja, ihr macht das super. Und man muss richtig tapfer sein als Schauspieler und richtig Mut haben? Siehst du das auch so? Doch, manchmal schon, ja. Hm? Doch, absolut. Was hat dir mal so, ich sag jetzt mal, bei einer Rolle Überwindungskraft gekostet? Gab's da was? Also sagen wir mal, wenn in früheren Jahren, wenn man doch sehr geschammig ist und dann sagt der, die Bettszenen sind immer die schlimmsten. Hm. Das kostet einem wirklich Überwindung. Da lernt man einen Kollegen am ersten Tag kennen, dann stellt man sich vor, guten Tag, mein Name ist so und so und dann hupft man gleich in die Federn. Das ist jetzt nicht unbedingt so normal. Und alle gucken zu und sagen, bleib immer schön locker. Dann stehen doch 30 Leute drumherum und sagen immer, es ist nicht so schlimm, es ist alles in Ordnung. Und man sitzt nur da und denkt, was macht der eigentlich auf einem drauf? Man küsst sich und tut so, als ob man sich hingebungsvoll leiden könnte. Und danach sagt man, vielen Dank, es war sehr schön. Und dann geht man wieder. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Da muss man sehr tapfer sein. Diese beschriebene Szene stelle ich mir gerade vor mit dir und Ottfried Fischer. Das ist gar nicht so. Darf ich Luft holen? Ich habe noch Text. Da siehst du mich gar nicht mehr. Nein, aber Ottfried und ich, wir haben mal bei Mike Krüger, haben wir mal eine Bettszene zusammen gehabt. Da war er mein Häschen. Daher, doch, da hatte er ein Hasenkostüm an. Ich träume noch immer davon. Es ist jetzt lange her, aber... Es ist eine unglaublich erfolgreiche Serie, Bulle von Tölz. Ich glaube, im 6. Jahr jetzt schon. Ne? Ja. Ich kannte euch aber schon weit davor. Ja, wir waren zusammen, hatten ein gemeinsames Wohnzimmer in München und wir kennen uns schon seit über 25 Jahren. Heißt das, dass ihr jahrelang, bevor es losging, schon immer gesagt habt, wir wollen mal diese Serie machen? Nee, eigentlich gar nicht. Wir waren ja zusammen in der Serie Alle meine Töchter. Da hat er eine kleine Rolle gespielt, ich habe eine Rolle gespielt. Und dann kam irgendwann unser Produzent und sagte, wie wäre es mit euch beiden? Wollt ihr so ein Krimi-Team machen? Da haben wir gesagt, Mensch, wir sind garantiert das beweglichste Krimi-Team Deutschlands. Wir sind die sportlichsten. Ne? Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagden kommen irre gut. Dann haben wir gesagt, doch, das wäre lustig. Und dann kam die Ruth noch dazu und dann war das Dreierpack perfekt. Du als Kind, Franklin, hast schon früh angefangen zu zaubern. Denn was ich ja herausgelesen habe, du warst richtiger Zauberweltmeister. Kann man das überhaupt so nennen, Zauberweltmeister? Also ja, von der Competition her. Die Zauberer, die sind da gut organisiert. Also das ist wirklich ein Wettbewerber unterteilt. Da macht man erst eine Vorentscheidung in Deutschland. Da gibt es die deutsche Meisterschaft. Da sind wir nach Japan geflogen zur Weltmeisterschaft. Ein bisschen blöd, weil ich war die ganze Woche nur im Hotelzimmer und habe geübt, weil ich wusste, wenn du es hier versemmelst, das verzeihst du dir nie. Ja. Und wir waren nur einmal auswärts essen in Japan, das war auch noch in Chinatown, in Yokohama. Also so viel habe ich von dem Land eigentlich nicht mitbekommen. Aber dort ist es dann wie beim Eiskunstlauf, da werden dann Punkte hochgehalten. Und wenn man dann Glück hat, dann wird man halt der Weltmeister, weil man am meisten Punkte hat. Und da war ich halt dann 18 und insofern halt dann der Jüngste und der erste Deutsche seit 1962 oder so. Also man braucht nicht nur Glück, man braucht auch Können dafür. Also man wird ja nicht durch Zufall. Nicht zu viel auf den Boden fallen dabei. Zersägst du auch? Ja, ich habe einmal meine bietest du dich gerade an? Nein. Meine Ex-Freundin zersägt. Ja, wenn er so längs sägen könnte, ja. Nee. Also wir können das
habe das einmal gemacht mit einer Freundin. Das war dann danach meine Ex-Freundin. Und mittlerweile lebt sie in München und Hamburg. Also ganz schlechte Idee, ja, das jetzt hier. Du hast ja auch Las Vegas häufig besucht. Bist auch aufgetreten in Las Vegas? Einmal. Siegfried Roy hat mich da mal hingeholt zum großen Zauberkongress. Und da durfte er in Las Vegas zaubern und Siegfried Roy ein bisschen kennenlernen. Und Copperfield, da sind wir auch mal vorbeimarschiert. Also die Zauberer kennen sich dann schon untereinander. Und ich fand das schon verblüffend, weil man doch gesehen hat, das sind eigentlich ganz normale Leute. Also Copperfield, der fuhr uns zwar mit der Limo zu seiner Hütte, wo dann die Tricks stehen, aber selbst da hat er einen Jogginganzug angehabt, mit Badeschlappen in die Limo rein. Und man kann also sagen, was man will, das einzig Negative über Copperfield ist für mich also, dass er selbst in diesem Jogginganzug noch Schulterpolster trug. Aber ansonsten war der einfach super nett. Ich freue mich, dass ihr alle bei uns seid und wir können uns jetzt schon mal auf die nächsten Begriffe freuen. Jetzt haben wir aber noch eine kleine Pause, Sie zu Hause auch, aber wir sind gleich wieder da mit unseren Gästen und mit Dings da. Also dranbleiben. Wir lassen sie wieder los. Unsere Dienstagkinder, unsere Kandidaten warten schon auf unsere Schnellraterunde. Und Schnellraterunde bedeutet für euch, es geht nicht nur um Begriff, man muss auch ganz schnell drücken, um dann auch die... Nee, nicht jetzt schon, Franklin. Nee, es wurde noch nichts erklärt. Es gibt drei Hinweise, am Anfang ist es schwer, gibt es 30 Punkte und dann wird es immer einfacher, demnach auch weniger Punkte, dann 20 und dann 10. Hier also der erste Begriff. Erster Tipp ist 30 Punkte wert. Los geht's. Das muss man einfach machen. Was macht ihr jetzt? Ja, also wir könnten es jetzt, aber wir wollen es noch ein bisschen spannend lassen. Ach so, so ist das. Also Franklin wüsste es, aber möchte dem anderen Team auch noch eine Chance geben. Ja, dann geben wir allen eine Chance. Danke. Ja, ja. Danke. Ihr seid ja hinten im Moment. Ja, danke. Zweiter Tipp für jetzt 20 Punkte. Es tut man im Liegen und im Sitzen. Tut man im Liegen und im Sitzen. Ja, mir fällt jetzt was anderes dazu ein, aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Na, dann machen wir sofort weiter mit dem nächsten Tipp. Der ist jetzt 10 Punkte wert. Mein Papa schnarcht dabei immer ganz laut. Was ist das? Oh! Nicht ihr wart ja unten geblieben. Ja. Ihr wart unten geblieben im Drücker. Immer erst drücken, wenn die Zuspielung zu Ende geht. Ja. Weil dann werden erst die Buzzer freigeschaltet. Und da freut sich Franklin. Ich meine, er weiß es ja schon von Anfang an, aber jetzt kannst du es rauslassen. Ein bisschen Disziplin, liebe Kollegen. Ja. Schlafen. Schlafen, richtig. 10 Punkte. Da haben wir schon was gesagt. Leonard, jetzt klappt es bestimmt auch gleich mit dem Drücken. Ihr seid wieder am Drücker. Wir mal probieren. Wollen wir nochmal? Ihr seid am Drücker? Natürlich. Okay, es kommt der nächste Begriff. Ja, aber jetzt der erste Hinweis wieder für 30 Punkte. Da zieht man sich weiß an. Wie stehen wir denn? Ja, 110. Ja. Ich glaube, meine 10 Punkte wird es uns kosten. Wollen wir die fertig machen? Na gut. Probieren wir es, oder? Wollen wir mal Risiko machen? Ja, wir machen jetzt ein Risiko. Jetzt bin ich ja gespannt. Schieß los. Hochzeiten, da zieht man sich weiß an. Das ist richtig, aber wir suchen es nicht. Scheiße. Oh! Also, man zieht sich weiß an, klar. Glück. 10 Punkte für Leonard und Denenesch. Und wir schauen uns den nächsten Hinweis an. Da braucht man ein Netz zu. Zieht man sich weiß an. Man braucht ein Netz zu. Ja. Und ihr braucht, glaube ich, noch... Wollen wir nochmal? Wir schenken euch jetzt alles. Ja, gerne, danke. Tennis. Ja. Tennis. So, ein neues Match. Bin gespannt, wer jetzt gleich Aufschlag hat. Erster Tipp ist uns wieder 30 Punkte wert. Das kann man lecken. Das kann man lecken. Also ihr bei Kabel 1 macht ja mit Saugrammquote, echt. Das ist ja ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wir probieren es einfach. Eis. Speiseeis, ist richtig, ja. Und wie steht's jetzt? Hast du nicht gerechnet? Wie steht's denn jetzt? Aber das kommt davon, wenn man ganz andere Gedanken hat. Ganz andere Gedanken. Also die 30 Punkte schon mal gut geschrieben. Und wir kommen zum nächsten Begriff. Schnellraterunde. Also auf die Drücker. Fertig, los. Da sind Zahlen drauf. Mhm. Ja, aber wir sind ja nur Punkte drauf. Keine Zahlen. Also schauen wir uns den nächsten Hinweis an, den zweiten. Jetzt brauchen wir, dass man rechtzeitig kommt. Das wusste ich, dass Franklin jetzt drückt. Ja, beide. Bumm. Das du wolltest wissen, wie spät es ist, oder was? Ja, die Uhr. Uhr ist richtig, ja. Sag doch mal. Du hast einen Vertrag mit Mann.
Aufgepasst in der Schnellraterunde, jetzt kommt der letzte Begriff. Erster Tipp ist uns wieder 30 Punkte wert. Das muss man erst aufstellen. Wir sagen jetzt ein Zelt. Ein Zelt. Das war sehr gut. 30 Punkte. Na ja, muss ja mal. 150 Punkte. 150 Punkte für Franklin und Katharina. 130 Punkte für Leonard und Denenesh. Ihr ermittelt unter anderem im Fernsehen. Du bei Polizeiruf 110 und du im ZDF. Ja. Wie würdest du den Charakter beschreiben, den du im ZDF gibst? Weil jeder versucht ja bei Kommissaren gerade so was reinzuarbeiten, nicht nur von sich selber, sondern auch was den Charakter, den Kommissar unterscheidet vom anderen beim Konkurrenzsender oder dergleichen. Man ist ja nicht der Alleinige, der letztendlich ermittelt. Ja, mein Kommissar ist Privatdetektiv, das unterscheidet uns alle. Und der ist so ein sympathischer Loser, der war mal ganz ordentlicher Rechtsanwalt und muss jetzt alte Bücher verkaufen, als Antiquar arbeiten, um sein Leben führen zu können und ermittelt halt nebenbei als Privatdetektiv. Warst du als Kind schon neugierig? Möglich, wahrscheinlich, ja. Möglich, wahrscheinlich? Ja, ich glaube, ich habe meine Kindheit verdrängt. Ich habe oben immer gegrübelt. Meine Güte, eine Anekdote aus der Kindheit. Na, muss ja nicht sein, muss ja nicht sein. Aber du hast ein Foto mitgebracht, ja, und das zeigen wir gerne. Ich glaube, das war zur Führerscheinprüfung. Ja. Also du hast da, ich glaube, dein Cabrio zum ersten Mal eingesetzt. Und ja, ich glaube, war das Cabrio. Ich glaube, der Gegenverkehr war gerade hier. Und du zeigst schon also dem Geisterfahrer den Vogel, der gerade kommt. Ja, genau. Ich habe es dann auch nie mehr geschafft bis zum Führerschein. Also ich habe bis heute keinen. Ich glaub, lag, nee, ich hab, ja, Entschuldigung. Wie? Nein, aber das ist. Nein, ich habe keinen Führerschein. Wolltest du nie machen? Bus, U-Bahn, Flieger. Es geht auch ohne, Dennis. Es geht auch so. Ich habe auch. Ja, es geht auch so. Du wolltest ursprünglich Arzt werden? Ja, das stimmt. Hat das Medizinstudium schon angefangen und was hat dich dann wieder weggeführt? Nee, ich musste, weil BAföG reicht ja nie, und musste ich halt nebenbei bei Neurochirurgen, das sind die Gehirnchirurgen, das mit den Ohren und so weiter, ja. Musste ich irre viel arbeiten in der Wachstation, und nach 3 Jahren hatte ich mein Helfersyndrom erkannt und hatte dann eigentlich keine Lust mehr. Franklin, du wolltest doch auch Arzt werden, oder? Ja, ich habe immer früh geübt an unserem Hund. Oh, am Gott. Hund? Ja. Wie also hieß er, der Arme? Sag nie wieder, ich war nie sadistisch. Koko. Wie viele Hunde hast du hier? Ja, das war, nee, einer. Oh. Und der hasste mich wie die Pest. Da würde ich auch. Da war ich 7. Und ich habe den immer verbunden um den Kopf. Ja. Und dann lag der immer so da und hat sich verbinden lassen. Wenn ich sage, Koko, Arzt spielen, dann lag der sich, Widerstand ist zwecklos. Und wir glauben ja mit der Familie, dass er dann irgendwann Suizid begangen hat. Weil er ist, das ist eine traurige Geschichte. Weil, es ist eine traurige Geschichte. Ja, weil mein Vater ist mit dem Hund rausgegangen, der hat nie Leine gebraucht und hat das nächste Auto abgewartet. Und wahrscheinlich, das war nach meiner letzten Behandlung. Ich war auch total geschockt und traurig. Wieso hast du den so schlecht behandelt? War er nicht privatversichert oder was? Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das gar keine schlechte Behandlung, aber ich habe den halt einfach irgendwie genervt, wie Kinder so sind. Hast du Freunde? Die sag es nicht, mein Hund. Die hassen ihn. Der beste Freund des Menschen. Hast du auch gerne Hunde untersucht oder was war so deine Leidenschaft als Kind? So gar nicht. Gar nichts, aber ich sollte auch Ärztin werden. Also das verbindet uns auch ja. Ärztin. Das ist der Traum meines Vaters gewesen. Ja. Und die bittere Enttäuschung kam, als ich sagte, nee, ich will auf die Bühne. Und da hat er dann gesagt, na gut, Tochter, dann geh hin und werde Schauspielerin. Oder musstest du dich richtig durchsetzen, durchbeißen in der Familie? Ja, komplett, komplett. Absolut. Ich habe dann ihm zuliebe noch eine Ausbildung gemacht als Wirtschaftskorrespondentin. Mhm. Habe mich mit diversen Jobs vorbei Burger King, in der Konditorei, Zeitung austragen, putzen, was mir weniger gut von der Hand ging, durchgeschlagen. Und dann habe ich mir damit mein Studium, mein Schauspielstudium verdient. Es gibt ein Foto, das ist so bezaubernd, das muss ich Ihnen auch von Denenesh zeigen. Oh, es ist, also, wenn man das sieht... Von den 5, die ich noch übrig dann habe. Dann denke ich mir, ist das lieb? Ne? Ha? Ich habe mich auch nicht verändert, ne? Nee, wirklich nicht. Aber es ist, also ich glaube, dein Vater, der muss sich abgöttisch geliebt haben und immer noch. Also wenn man schon so zur Welt kommt, bist du so Papas Liebling gewesen? Also es heißt ja häufig so Töchter und Väter, die halten ganz dicke zusammen. Ja, wobei mein Vater war sehr streng zu mir.
Und das war schon immer so, also ich sollte zu Hause eben ordentlich sitzen, Klavierunterricht und so weiter. Und ich habe ein sehr, sehr, sehr viel Temperament gehabt, was ihm so gar nicht recht lag. Also wenn wir dann zu Hause ordentlich Klavier, musikalische Früherziehung mit viel Lesen lernen, Zahlen und so weiter. Und sobald ich draußen war, ging das wirklich nur noch losrennen, alle Laternen rauf und runter, rauf und runter. Und mein Vater hat sich immer nur abgewendet, meine Mutter übrigens auch, gesagt, sie gehört nicht zu uns. Also es war immer so, die mit Vorsicht zu uns gehört, zur Dingsda-Familie. Wir wollen auch weitermachen. Also ich muss selber mal wieder schauen, weil ich den Faden total verloren habe. Wir haben hier 150. Ne? Noch nicht auf den Hund gekommen, Franklin. 130. Und 130 habt ihr. Okay. Aber ihr könnt jetzt gleich die nächsten 30 Punkte dazu verdienen, beziehungsweise erraten. Verdient wird ihr nichts. Jetzt haben wir gleich mehrere Dingsda-Kinder. Könnt ihr euch das in Ruhe zu Ende anschauen. Und wenn ihr die Lösung habt, 30 Punkte dazu. Also, Film ab, Dingsda-Kinder, los geht's. Erst muss man seine Mama und deinen Papa fragen, dass es geht. Die Mädchen, sie lieben und das geht nur nicht. Sie müssen uns immer zusammenhalten. Ein Mann und eine Frau sitzen in einer Restaurant. Da küsst man sie. Der Mann geht ja zum Blumengeschäft und da kauft er eine Rose für 10 Dollar. Sie mag. Es ist zum Kinderkriegen. Muss man erst mal 12, 33 oder so sein. Dann lade ich die Laura ein. Aber dann bin ich eventuell eine Oma. Und dann singen sie noch Lieder. Die leben sich so, dass die gleich ein Fest geben. Der Herr Pfarrer sagt ihnen, wo sie was machen sollen. Denn noch ein paar Tage später kriegen sie ein Kind. So schnell geht das dann. Ratzfatz, ratzfatz. Bitte, ja. Bitte, sag's. Hochzeit, heiraten. Ja, nehmen wir. Heiraten ist richtig. 30 Punkte. Wir bleiben noch so ein bisschen beim Heiraten, Hochzeit, haben natürlich auch einen Herrn befragt und ihn gefragt, sag mal, wie ist denn das so mit der Vielweiberei? Als erstes dann heiraten. Habe ich mir anders überlegt, wollte ich Nora. Und da bin ich jetzt auch bei. Sandra ist deswegen traurig. Und deswegen haben wir uns abgefreundet und da habe ich ihr gesagt, ich überlege es mir noch mal. Und deswegen haben wir uns jetzt gestritten. Und die beiden wollen mich heiraten. Und ich habe mich entschieden, ich will nur heiraten, aber ich habe mir noch viel Zeit. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, ich überlege es mir noch mal. Hm. Überleg es noch mal. Okay, Katharina, Franklin, jetzt euer Begriff. Grüne Sachen haben die an, weil die müssen sich klein machen. Da sind manchmal Mädchen und Jungen. Die Männer, die müssen den Frauen das aber erst beibringen. Die haben Pistolen. Wenn die Gegner angreifen, sind die ganz böse und greifen zurück. Halt, stopp. Stehen geblieben. Ja. Die sind sehr wichtig sogar. Die noch nicht Auto fahren, also der Tom und ich, die mögen sie. Ja, die finden sie noch nett. Die mögen sie. Was haben wir? Polizei. Polizei, richtig. 30 Punkte. Jetzt noch mal ein Begriff für euch beide. Also, gut aufpassen, es geht wieder um 30 Punkte. Das ist weiß, rund. Ich habe es mir immer blau vorgestellt. Nicht teuer. Das Ding hält die Leute da ab. Da drückt man, glaube ich, irgendwie so einen Knopf und dann kommen sie raus. Und dann gibt es noch mal zusätzlich an der Seite so einen Sack für die Kinder. So wie ein Luftballon. Wenn man da kräftig draufknallt, springt es ab, das Teil. Da kommt es blubbidi-blub rausgeschossen. Dann fliegt es irgendwo hin, aus dem Fenster oder so raus, und dann kommt es raus. Ist das ein Auto? Ja, tatsächlich. Airbag. Airbag, richtig. Ja.
Letzter Begriff jetzt für Franklin und für Katharina. 190 Punkte, ihr habt 180. Jetzt könntet ihr in Führung gehen, aber ihr müsst wissen, was jetzt hier unsere Dings der Kinder uns erläutern. Sensation war mal Pelz, dass es kein Schnupfen und kein Fieber und kein Husten kriegen kann. Die machen mal Bauchklatschen Wasser. Die haben Flügel, aber können nicht fliegen. Den ganzen Tag spielen die, springen ins Wasser, watscheln, fallen hin. Ich glaube, die essen auch Fische. Fische. Die Kellner haben sich das abgeguckt, damit sie schöner ausschauen und nicht so langweilig. Und hat so kleine Wachelfüße. So gehen wir und so gehen die. So. Und hat immer drei Strisse an den Füßen. Eins hier und eins hier. Die schauen dann aus wie Panzerknacker, wenn sie beim Zebra nachgeguckt haben. Also dann waren die es nicht. Nämlich solche Streifen. Da bleiben wir dabei. Ich glaube, ihr könnt uns jetzt gleich die richtige Lösung verraten. Wen haben wir gesucht? Pinguine? Richtig. Ich habe gesagt, es kann sein, dass ihr gleich in Führung geht. Und ihr seid in Führung gegangen mit 210 Punkten. 190 aber von Leonard und Dennis. Unsere Kandidaten können sich jetzt ein wenig locker machen. Ihr könnt einen Plausch halten, kein Problem. Ihr seid jetzt momentan nicht dran, ihr könnt euch erholen. Weil jetzt haben wir was für unsere Zuschauer zu Hause. Für Sie, Sie könnten jetzt 1.000 Euro verdienen oder erraten, wie Sie es wollen. Wir haben nämlich für Sie jetzt auch wieder Dingsda-Kinder zusammengetrommelt, die Ihnen einen Begriff erklären werden. Und zwar ist das die Saskia und die Katharina und beide kommen aus Lübeck. Also, der Gott hat gesagt, naja, sonst werden keine Menschen auf die Erde gebracht, dann wäre die Erde für immer leer. Und dafür habe ich sie nicht erschaffen. Und dann haben die den Mann erschaffen und dann hat er gesagt, naja, wenn der Mann ganz alleine ist, kriegt er kommt nur einer und wenn der stirbt, dann habe ich ja wieder keine, also mache ich noch eine Frau. Und dann hat er aus der Leber von der Frau, von dem Mann, die Frau erschaffen. Aus der Leber. Ja. Scheint ja geholfen zu haben, dass er sie aus der Leber gemacht hat. Wenn Sie es immer noch nicht wissen, was wir gesucht haben, ich kann es noch leichter machen. Also haben wir gesucht A, Cindy und Bert. Oder haben wir gesucht B, Adam und Eva. Oder haben wir C gesucht, Bonnie und Clyde. Wer hat mir Cindy und Bert auf diesen Zettel geschrieben? Immer wieder sonntags war das, ne? Immer wieder also sonntags. Ihr habt ja schon wirklich ein großes Vertrauen in eure Zuschauer, ne? Ja. Drei Antwortmöglichkeiten. Sie können jetzt übrigens auch anrufen. 0190 24 25 28. Und dann kommen wir wieder nach der Werbung. Also bis gleich. Haben wir uns hier weiterhin prächtig amüsiert, besonders unsere Kandidaten. Untereinander verstehen sich hervorragend. Aber jetzt kommt natürlich wieder der Ehrgeiz. Ne? Also gerade gut verstanden, aber jetzt jedes Team wieder für sich. Denn es wird sehr musikalisch bei Dingsda und schon fast unlösbar. Gebe ich mal ganz ehrlich zu. Also wenn versuchen unsere Dingsda-Kinder ihre Lieblingshits oder große Hits zu singen, das ist manchmal ein Ding der Unmöglichkeit, tatsächlich zu erraten, wen oder was die gerade gemeint haben. Aber ihr werdet euch sicherlich jetzt bemühen. Ich hoffe, ihr habt eure musikalische Bibliothek mitgebracht, aus der ihr gleich den richtigen Titel auswählen werdet. Wir haben einen jungen Künstler, es ist Andreas aus München und er schmettert uns einen wahren Klassiker. This is last this timing. Hua. This is the best timing. Hua. This is last this timing. Hua. Oh. Hua. Oh. Dennis und Leonard haben als erstes gedrückt, aber was tun wir? Hua. Ich würde sagen Kung Fu Fighting, dieser Titel. Oh, oh ja, absolute Gehör, die Frau. Also das sagst du jetzt auch? Kung Fu Fighting.
Hat er das gesungen? Bestimmt. Das, finde ich, hat er gesungen. Dann lassen wir Andreas noch mal schmettern. Andreas, war es Kung Fu Fighting? Aber jetzt kommt Kung Fu Fighting. Das ist das Letzte, ich kann auch nicht. Du sollst mich nicht entscheiden. Ja, das ist keine. Perfekt! Kung Fu Fighting! Damals! Ja, das war unsere Serie, ne? David Carradine. Bitte? Kung Fu Fighting war diese Serie. War es auch deine Lieblingsserie als Kind? Na, ich hab die geliebt. Du auch, Katharina, kennst du noch? Meine Zeit war Daktari. Aber das war so toll da. Und Bonanza. Mit den glühenden Kohlen und da hat er den. Und hat damit ein Tattoo an die seine Tattoos gehabt. Genau. Shaolin-Kämpfer vom Feinsten. Dafür hat mein Löwe geschielt. War aber auch eine nette Serie. Doch, sehr doch absolut. 30 Punkte für euch, Denenesh und Leonard. Ja, 220 zu 210 steht es. Ein heißer Kung Fu Fighting auch hier bei Dingsda. 220 zu 210. Also es wird sich entscheiden im Finale, ja, welche Schule dann die 5000 Euro bekommt. Jeder ist ja für Schulen bzw. Kindergärten hier gestartet, jedes Team. Und deswegen starten wir jetzt auch durch, eben mit dem Finale. Jetzt ein Begriff, der erste. Und ihr könnt maximal 100 Punkte bekommen. Je länger man zum Überlegen braucht, umso weniger Punkte bleiben übrig. Und ganz wichtig, bitte drücken, wenn ihr glaubt, es zu wissen. Los geht es, Finale ab. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Bruder hättest. Du wirst jetzt ein Mädchen und hättest einen Bruder. Wenn der dann erwachsen ist, hat er einen Namen, da gehört noch was dazu. Und die Frau kriegt dann den Namen von dem Mann halt. Wenn die halt heiraten. Der kriegt dann die Frau kriegt dann den Namen von dem Mann und dann hat die Frau diesen Namen. Mhm. Wären 20 Punkte. Doppelname? Titel. Das sind 10 Punkte für Lennart und Denenesh. Und wir schauen uns den Rest nochmal an. Amen hat sie dann nicht mehr, sondern den vom Mann. Es wäre gewesen Mädchen. Der Familienname. Ah. Familienname. Also, Mädchenname hätte ich gedacht. Bekommt dann vom Mann den Namen. Also nicht Peter, sondern den Nachnamen. Ist doch nichts passiert. Ist doch nichts passiert. 230 zu 210. Und außerdem wartet auf uns jetzt der Max aus Rostock. Bei uns steht es oben im Regal. Im oberen an der Wand gebaut. In der Ecke da. Und da, und das ist so groß, passt da gerade so rein. Und er steht nicht immer oben in der Ecke, also es ist verschieden und wird durch Strahlen warm gemacht, das Essen. Was? Ah, Mikrowelle. Mikrowelle ist richtig, 40 Punkte. Gut. Damit sind Franklin und Katharina wieder in Führung gegangen, 250 zu 230. Aber jetzt kommen Nathalie und Sevim aus Mainz. Also das ist so groß ungefähr. Das ist da ist ein ganz kleines Bild drauf. Ja, und so wie ein Buch. Und so ein kleines Buch. Ja, und da drauf steht, wie wann der geboren ist. Also wie er heißt und wann so. Er geboren ist. Und wann er Geburtstag hat. Und schon ist es zu Ende. Okay. Von ihm zurückgehalten. Steht ja alles drin, wenn man auch Geburtstag hat und so weiter. Das wäre der Ausweis gewesen. Oh. Ach Gott. Sind doch keine. Ja, so leicht kann manchmal eine Lösung sein. So, und jetzt haben wir wieder einen Begriff, 230, 250, also ist noch nichts entschieden. Wir starten wieder bei 100 Punkten. Das ist, der kommt auch so außen so Plastik dran und dann ist hier oben noch so, wie nennt man das? Franklin und Katharina für 60 Punkte. Das ist ein Kopfhörer. Plastik außen dran und dann so der Hebel. Nee, das reicht mir nicht für die Lösung. 10 Punkte für Leonard und Denenesh. Und wir schauen uns an, was wir tatsächlich suchen.
so ein höheres das. Und dann ist hier so eine Schnur, dann hier unten ist so ein Kasten, wo eine Kassette reinkommt. So. Aber jetzt für 10 Punkte. Walkman. Walkman, richtig, jetzt haben wir's. Walkman. War noch kurz mein Stethoskop. Ja, genau. Ne? Also, jetzt wird es sich entscheiden, wer hier als Sieger, als erster Sieger und als zweiter Sieger. Ach, du willst schon Schluss machen. Woher kommt's? Achso, weil ihr führt, klar. Ja. Aber Leonard und Dennis haben auch noch die Chance. Das heißt, die Entscheidung bringt der letzte Begriff. Und der letzte Begriff wird erklärt von Lisa aus Magdeburg. Einen Chef gibt's da auch. Und dahinter, da sind auch Computer und so. Und die Waage gibt's da und die, was man da noch? Und das gibt's auch eigentlich überall. Auf dem Dorf gibt es das auch. Und also ein Kind kann da auch hingehen und das kriegt dann da, das kann sich dann da Zeitungen, so eine, da gibt es aber nicht so eine Comics, da gibt es nur so eine, also Arztzeit, also so wie Post, so eine Poster sind da drin und dann kann die sich da auch noch 10 Punkte. Wir wissen es zwar nicht und wollten nur sagen, wir haben gewonnen. Nein, wir sind jetzt auch Jetzt sagt, Moment. Jetzt hast du einen strategisch ganz großen Fehler gemacht. Ihr wollt lösen. Ja. Praxis, also Arztpraxis. Nein, ist es nicht. Und jetzt habt ihr strategisch einen großen Fehler gemacht. Es sind 10 Strafpunkte, die kommen rüber auf das Konto von Leonard und Dennis. Ihr habt 250, ihr habt 260. Wir können noch 10 Punkte verteilen. Wer zuerst drückt, bekommt die 10 Punkte. Dann kriegt jeder Kindergarten 5000. Schauen wir mal, wie wir es machen. Also, ich gebe noch mal den Film frei. Medikamente holen, wenn die so einen Zettel haben. Aber es hat keiner gedrückt. Es sind 0 Punkte jetzt auch. Es hat keiner gedrückt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Aber mit der Praxis war ich gar nicht mit so der Praxis, ja. Erst ist man in der Praxis, da kriegt man ein Zettel, ein Rezept und dann ist man in der Apotheke. Also von daher wäre es auch nicht verkehrt gewesen, Katharina. Aber wir haben einen zweiten Sieger, 250 Punkte für Leonard und Dennis. 260, also ganz knapp für Franklin und Katharina. Das macht mich immer noch stumpf vor Staunen. Der Airbag? Ja, das warum? War. Das hat mich jetzt im Jahre zurückgeschmissen. Da kommt ihr dann entgegen, ist wie so ein Luftballon. War so eine, wir wären nicht drauf gekommen. Wir wären überhaupt nicht drauf gekommen, an was wir alles gedacht haben. Nein, aber der Airbag war wirklich toll. Also ab und zu hat man ein bisschen so ausschweifig gedacht. Aber zum Schluss hat es gereicht. 260, ihr seid die Sieger. Und wer darf sich jetzt auf die 5000 Euro freuen? Gefreut wird in Saarbrücken. Saarbrücken. Ein Kindergarten. Und zwar eine evangelische Tageseinrichtung. Ja. Und die wünschen sich ganz, ganz doll ein Klettergerüst. Für die Betreuer. Oder auch für die Kinder. Was zu tun haben und die dann auch die Party machen können. Okay, also 5000 Euro, die Kinder freuen sich. Ich darf mich bei euch allen bedanken. Weiterhin toll, toll, toll für eure Projekte. Leonard, Dennis, dann Franklin und natürlich Katharina. Man sieht sie bald wieder alle im Fernsehen. Sie sehen uns hoffentlich auch bald wieder. Dann gibt es eine neue Ausgabe von Dings da. Schönen Abend noch, alles Gute bei Kabel 1. Danke ins Studio, kommen Sie gut nach Hause. Wiederschauen.